Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern Skyblock 3. Ja, durch unseren kleinen Megabau, wo wir hier gestartet haben. Ich habe immer noch nicht weiter gebaut. Ein bisschen, aber nicht viel, weil ich jetzt schon mal die Sachen vorbereitet habe, was wir jetzt sozusagen in dieser Folge machen wollen. Hier unten ist ja wirklich das so, dass die Falle, wo wir hier haben, nicht viel Platz wegnimmt. Dann habe ich mir jetzt hier nochmal genau den Boden angeguckt und habe mir gedacht, es wäre ja eigentlich nicht verkehrt, wenn man eigentlich diesen Boden auch da hinten weiterführt. Erstens läuft man schneller und zweitens, ne, Symmetrie, kennt er ja mich. So, was habe ich denn hier? Red Concrete Powder und Red Concrete, jawohl. Und haben wir auch noch irgendwo diese schönen Blöcke. Da haben wir noch welche. Na, sind wir doch schon mal. Ah. Wo kommst jetzt du schon wieder her? Ja, da wird dann mal Zeit, dass ich mal hier jetzt dann irgendwann diese kompletten Lampen dann ausbreite. Ich verstehe es immer nicht, wo die alle herkommen. So, Falle funktioniert immer noch einwandfrei. Ab und zu gut. Ich habe jetzt hier nochmal die Mauer sozusagen zwei dick gemacht, weil ich vermute, dass sich da ab und zu welche rausbacken. Habe ich mir gedacht, komm mal einfach weg, dann ist das Thema nämlich auch durch. So. Dann habe ich jetzt schon mal das alles weg. Denn jetzt fangen wir hier hinten an, mal vernünftig zu bauen. Auf jeden Fall schon mal in den Bereich, dann kommen da auf jeden Fall auch noch Fackeln hin. Da kommt da noch eine Fackel hin. Schaut schon mal ganz gut aus. So, dann hätte ich gesagt, dann haben wir das das Red Concrete. Das hätte ich mal gesagt, kommt vor allem dahin und der erste dahin. Und ich habe natürlich auch kein Wasser da. Da müssen wir nämlich auch dann dafür jetzt sorgen. Und ich muss dann demnächst mal anfangen, die nächste Ebene soweit schon mal vorzubereiten. Dass wir dann auch vernünftig Kabel verlegen können. Was ich hier dann nicht mehr so einfach kann. So. Dann heißt es jetzt, wir verlegen mal das hier. Und dann heißt es jetzt, wir von außen nach innen. Passt. So, dann kann ich den da auch gleich wegmachen. Und da wissen wir ja schon, da kommt dann der Boden rein und das mache jetzt ich als Standardstraße, wenn ich keine anderen Sachen habe. So, habe ich hier noch irgendwo Holz? Ich muss mal hier... So, was kostet mich ein Muffler? Wolle und ein Noteblock, das sind 8 Holz in Redstone. Dann brauche ich zwei davon. So, 8 Holz, ein Redstone, Noteblock und die Wolle. Und ich habe einen Soundmuffler. Ich habe nichts dagegen. Wir können auch leise sterben. So, angenehmer.
So, schmeißen wir wieder hier die Steine rein. Vielleicht verbaue ich dann irgendwann mal noch ein paar. So, aber wir haben jetzt schon mal in diesem Bereich. Wie gesagt, das wird hier vielleicht so ein kleiner Crafting-Raum. Aber wir wollen ja jetzt weitermachen. Und zwar als erstes. Ich komme gerade wieder total verwirrt vor. Bin ich aber nicht, weil ich weiß, was ich will. So, und zwar, wir machen jetzt ein bisschen Holz. Jetzt haben wir schon mal 6 Türen. Das könnte jetzt auf jeden Fall reichen. So, muss ich mal gucken. Wenn ich jetzt hier die Tür hinmache. Ja, funktioniert. Dann haben wir hier sie auch. Und hier auch. Und ich habe jetzt schon mal einen Bereich, wo ich jetzt drin stehen kann, ohne dass ich eine auf die Augen kriege. Und dann brauchen wir gleich nochmal welche. Weil jetzt geht es nämlich sozusagen so los, dass wir jetzt auch Türen überall einbauen. Wie gesagt, ich weiß, die Zombies können bei mir die weghauen. Aber ich probiere es jetzt erstmal mit Holz und wenn ich merke, dass dann immer noch Viecher durchkommen, dann wenn es durch Eisen ersetzt, da kommt dann kein Mensch mehr durch. Okay, also, dann haben wir schon mal den Raum. Und jetzt kommt dann der wichtigste Raum sozusagen als nächstes. Das heißt, wir sind jetzt erst einmal dabei, ein bisschen Kabel zu verbraten. Hab ich das fast noch? Das habe ich, glaube ich, oben. Ja. Okay, aufnehmen kann ich es nicht. Dann achten wir es weg. Und das, was da drin ist, muss ich auch mal irgendwann noch unten aufräumen. Dafür haben wir dann aber die großen Kisten. Das kommt dann alles sozusagen hier hin. Und ich habe schon gesehen, es gibt ja noch einen Storage-Mod. Den muss ich mir auch mal angucken. Mhm. Okay, so, dann heißt es jetzt. Den Bereich haben wir auch. Dann kommt mal mein Barrel hier hin. Dann machen wir mal als allererstes nochmal eine Wand. Und dann ist hier schon mal geschlossen. Und dann haben wir hier auch unsere Ruhe. Sehr schön. Okay, dann als nächstes schüsseln wir uns jetzt mal den Boden. Ich muss es dann mal da gucken, was das Sinn macht. So, das sind jetzt 2, 4, 6, 8, 9. Muss, nee, den Raum habe ich hier nicht, oder habe ich den auch schon doppelt gemacht? Doch, den habe ich doppelt gemacht. Das heißt, da hinten drüben kommt auch noch einer hin. Oder? Er ist gerade leicht verblüfft. Nee, nee, der kommt weg. Genau, der kommt weg. Der bleibt so, wie er ist. Und auf der Seite... Nee, da sind die Leute gestorben. Also das ist dann gerade. Ja, der ist aber trotzdem doppelt dick. Gut. Dann wissen wir das auch. Halt auch nochmal die Big Tiles. Weg. Du kommst hin. Da kommt eine Fackel hin.
Okay. Jetzt bin ich verwirrt. Aha, ja, hahaha. Da muss ich ja dran denken. Diese Seite ist nicht die, die wo zählt. Die Seite ist die, wo zählt. Gut, dass ich das gemacht habe. Das heißt, ich gehe hier noch mal mindestens um 2 raus. Also, das heißt, Fußboden rein. Und ich gehe hier noch mal um 2 raus. Das ist nämlich schon mal wichtig, dass man das macht. Weil, wie gesagt, gerade habe ich es komplett vergessen. Und da hätte ich mir dann jetzt so richtig in den Hintern getreten, wenn ich dann fertig gewesen wäre. Wenn ich dann gesagt hätte, ja, wunderbar. Aber ich muss jetzt den ganzen Käse wieder abreißen. Weil ich, ja, als geplant habe. Und das, wie gesagt, das wird jetzt halt sozusagen der nächste Bereich, der halt dann, sozusagen den kompletten Bereich halten muss. Ja, das heißt, hier habe ich jetzt dann meinen kleinen Werkstattraum mit Massive Engineering. Also, das heißt, hier kommen dann die Werkbänke rein, auch ein paar Crafting Table, unabhängig von vorne, dass hier alles drin ist. Dann kommen hier auch Drawer rein, dass man hier alles sauber aufräumt, dass ich alles wirklich in diesem Raum habe. Das ist jetzt das, was wir heute machen. Und dann werden wir auch anfangen, die ersten Sachen aufzubauen bezüglich, ja genau, dann soll nämlich der Ofen, der wo da vorne ist, weg. Dann wird ein Tank mit hingestellt, dann wird eine Pumpe mit hingestellt, dass wir auch Wasser haben. Das passiert jetzt alles hier und wenn es klappt, alles auch heute. So. Habe ich noch genügend Holz da? Akazia Woodplanks habe ich 24. Dann räumen wir dich ja mal jetzt weg. Das heißt, ich habe jetzt da 3 Stück. So. Habe leider keinen Eimer mehr da. Dann schnappe ich mir mal ein. Weiß es gar nicht, ob dieser Ender-Ding da auch als normaler Eimer funktioniert. So, 3 Stück. Weil genau dieses Geräusch, was man gerade gehört hat, ne, das will ich nämlich auch wegkriegen, weil das geht mir nämlich auf den Rand, vor allem weil da so viele spawnen davon. Schon gesagt, ich kann eine Unterwasserfestung bauen und habe überhaupt keine Probleme damit. Endgegner habe ich schon. So, dann kommst du jetzt da rein, weil ich brauche jetzt auf jeden Fall davon noch genügend. Wie gesagt, Kohle will ich aber keine mehr verschwenden, weil das Ding soll umziehen. Soll hier einfach nur weg. Das heißt, wir haben dann noch ein bisschen Platz. Das heißt, wir können dann auch nochmal hier eventuell ein bisschen umbauen. Dass man dann hier vielleicht noch einen Raum mit reinmacht, falls ich hier dann auch noch eine Pumpe oder irgendwas brauche. Man wird sehen. So, habe ich jetzt noch Holz da? Das ist nochmal Spruce drin. Den nehme ich auf jeden Fall mal mit, weil wenn ich wieder hinterrenne. Weil das kriegen wir weg. Bin auch beim Überlegen, ob ich dann die Bäume auch nach hinten verfracht, dass ich die auch sogar unten dann lasse.
dass ich dann unten auch neben dem Lager sozusagen einen Gang mache, wo dann die Treppen halt runterkommen und da dann die ganzen Bäumchen mit reinmache. Nochmal. Oder vielleicht hauptsächlich. Müssen wir mal gucken, wie ich drauf bin. Dann muss ich nämlich nicht die ganze Zeit über die halbe Base rennen. Nur wenn ich ein bisschen Holz brauche. Ja, weil wir sind jetzt gerade auf dem Weg volle Knecke Richtung nächster Mods, weil haben wir gesagt, da müssen wir jetzt mal voranschreiten. So, das einzigste Problem, was ich bis jetzt so einigermaßen sehe, ist, ich brauche noch eine Blaze Farm eventuell, um an Blaze Rods zu kommen. Muss ich mir jetzt mal angucken, ob es da eine Möglichkeit gibt, auch noch anders an die Dinger ranzukommen. Cool wäre es halt mit die Eier. Oder mit den Bienen. Das kann man sehen. Was ich halt nicht mal weiß, ist, ob da überhaupt Bini mit drin ist. Schauen wir mal. Nein, das ist noch Forestry drin. Also das heißt, ich habe die anderen Fruchtbäume gar nicht. Dann muss ich das alles über PEM machen. Oh, ich werde jetzt noch bestimmt einen Eimer raus. Ne, ich kriege sogar noch zwei Eimer raus. Dann hat genau das Holz gereicht. Das ist super. Und dann hoffentlich haben wir auch genügend Material, um das dann alles zu machen. So, dann reiße ich jetzt erstmal den hier ab. Dann hätte ich gesagt, haben wir hier das da noch dabei. Und dann nehmen wir mal die Kiste. Halt, die Kiste stelle ich noch mal hin. Dann hätte ich gesagt, haben wir das alles abgebaut. Aber wie gesagt, dann kommt die nach hinten hin oder vielleicht sogar dann der bessere Kochofen. Müssen wir mal gucken. Ja, so in 5 Minuten Realtime sind wir dann mal da hinten. Für 15 Meter laufen. Hallo, lauf mal schneller. Lauf mal in die Füße weg. Gott sei Dank kann man die Kisten nicht tragen. Ich glaube, da dreht er sich einen Meter pro Stunde bewegen oder so. So. Wir haben die Kiste da, das heißt, Massive ist auch vorhanden. So, dann hätte ich gesagt, wir machen auf jeden Fall als erstes mal nochmal halt Steine sind da draußen. Ich renne auch noch dran vorbei. Den nicht. Wir machen den oder machen wir den? Wir machen den. Dann hätte ich gesagt, machen wir hier. Hört sich gut an. Machen wir hier die Tables hin. Sehr schön. Dann hätte ich gesagt, weil ich habe jetzt auch diese schönen Steine. Hätte ich gesagt, kommen die da und dahin. Kann ich hier nämlich Drawers hin machen. Und dann kommen von Forestry diese Worktable, wo ich immer wieder Rezepte machen muss und brauche dann dahin. So, und dasselbe Spiel haben wir auch hier. So, für Immersive. Add Immersive.
brauche ich jetzt noch mal so ein Table. Das ist der hier. Dann haben wir hier. Kommt dahin. Das waren, glaube ich, drei. Und ein Worktable. Dann haben wir den auch. So, und bevor ich jetzt das ganze Kaffee weiter rumtrage, ins Brustrim. Kommst dahin. Alles gut. So, den habe ich jetzt dahin gesetzt. Dann hätte ich gesagt, setze ich jetzt den. Ja, war ja klar. Dahin. Dann habe ich jetzt dann hier meine Werkbank. Schönen Weg, schönen Weg. Habe ich nicht mehr einklicken. Weiß ich gar nicht mehr, ob ich noch überhaupt welchen habe. Ja, habe ich. Ja, nee, da kommen wir mal jetzt nicht hin. Falls ich da noch irgendwas hinstellen will. Mal gucken. So, das heißt, ich habe jetzt das da. Dann brauche ich jetzt aus meiner Kiste, die nehme ich jetzt aber mit. Naja, die hatten mir jetzt zugeguckt, wie schnell dass ich mit der Kiste da rumlaufe. Mhm. Nett, danke. So, kommst du dahin? Dann brauche ich jetzt als nächstes. Kann ich einen Frame bauen? Ich war Frame Shelf. Von welchem Mod? Bibliocraft. Ne, dann machen wir das. Ja, nee. Merk schon wieder, wenn wir da rennen rum. Ich weiß es nicht, ob es geht. Wird man mal ein Table gebraucht? So, ich brauche ein 2x2. Hier jetzt das da. Meine Kisten sind hier. Okay, das geht schon mal nicht. Aber ich kann es wieder zurückverwandeln. Sehr gut. Dann brauche ich jetzt noch mal normales Holz. Das hört sich an, als wäre einer vor der Tür. Müssen leider draußen bleiben. So, meine Kiste ist zum zweiten Mal fast voll. Also die Falle funktioniert super und das ist nur, wie gesagt, die eine Hälfte. Da kriegt man ja schon fast Muffensausen, wenn man dran denkt, dass man vielleicht noch die zweite auch noch macht. So, das heißt, wir haben jetzt den Framed. Das ist jetzt Storage Drawers. Genau, ich brauche nämlich den Framing Table. Ist doch gewusst, dass ich den auch noch brauche. Das sind Trims.
Gott sei Dank habe ich davon welche. So. 5 Stück. Dahin. Ein Framing Table. So, dann heißt es jetzt für mich Hauptholz, Nebenholz, andersrum. Schaut doch ganz cool aus. So, dann kommst du dahin. Komm, dann mache ich gleich noch einen zweiten. Einfach mal gucken. So, dann mache ich mein Rucksäckchen auf. Haben wir den Engineer's Hammer. Den schmeißen wir hier rein. Was habe ich noch, was zu Immersive gehört? Ich glaube, dieser Meter ist in der Liste drin. Ja, du gehörst hier hin. Und du gehörst hier hin. Was wir noch brauchen, kommt halt dann auch noch mit rein. So, dann habe ich hier mal einen Blueprint. Warum meine ich eigentlich immer hier raus? Ich weiß doch, dass die Kiste in dem Ding ist. Da wird der Mensch ich. So, okay. Mit Massive. Dann haben wir die Komponenten. Das sind schon mal 4. Muss ich mal schnell gucken. Sehe ich hier noch irgendwo Werkzeuge rumschwirren? Ich habe hier noch so ein Ölkännchen. Hier Defenders, okay. Kann mir dann das Monster annähern. Würde ich gerne mitgeben. Könnte es dann noch Waffen machen? Okay, aber das kommt dann über den Waffenschrank. Das Engineers Book. Das ist noch eine gute Idee. Kommt da mit rein. Jawohl. Okay, dann hätte ich gesagt, habe ich jetzt noch 4 frei. Und dann hätte ich gesagt, kommen die Sachen, die halt. Erst gucken. Haben wir hier was? Nein. Das war dann da vorne. Aussieht. Und wenn es oben war, ist die Kiste danach weg. Jawohl. Da sind Steine drin. Die kommt auch noch demnächst weg. So, Copper Wire ist auch Immersive Engineering. Aber das sind so Standardsachen. Die kommen dann auf die Seite. Hier hinterlaufen. Das ist jetzt dann die Nummer 3. Hier ist von oben nach unten. Bist du da? Und was haben wir denn noch? Iron Mechanical Komponenten. Okay, das ist dann die. Das ist jetzt das Platten machen dann. Das sollte ich mir auf jeden Fall auch noch die Presse bauen. Und die sollte ich auch ziemlich schnell hier mit unten reinstopfen. So, was habe ich hier an den Capacitor Backpack?
Kann ich 100.000 Flux reinschmeißen? Ein portabler Generator. Nicht alles gibt. Okay. So, das heißt, wir haben jetzt schon mal den Bereich hier komplett fertig. Das Einzige, was mir jetzt sofort einfällt, und das wollen wir auch so machen, dadurch, dass wir jetzt eine doppelte Wand haben, dann machen wir uns ein wenig Platz hier. Und ich hätte gesagt, es schaut nicht schlecht aus. Wird er framed. Braucht den normalen, okay, das ist eine Kiste. Nee, das macht keinen Sinn. Das machen wir so. Dahin. Und du kommst dahin. So, dann bauen wir die auch noch sauber rein hier. Wunderbar. Und dann tun wir die mal locken. Kann ich auch locken. Ach komm, die locke ich alles. Ist zwar blöd zu sehen, ob ich dann was drin habe, aber muss ich halt mal sneaken. So, dann hätte ich gesagt, tun wir die auch gleich noch umframen. Ja, kommt das Zeug dahin. Und dann bin ich schon mal sehr zufrieden, wie sie jetzt ausschaut. Kann ich hier auch noch mal eine doppeldicke Wand machen oder eine dreifachdicke Wand. Dass wir das dann da drüben auch so machen könnten wie hier. Okay, so. Also, wir haben jetzt schon mal diese eine Werkbank. Wenn ich jetzt Immersive angucke, ich glaube... Es waren insgesamt 4 Blueprints. Den Engineers, also den Metal Press, Arc Furnace, Crafting Components, Common Projectiles. Bin mir gerade noch nicht sicher, ob ich die in der... Ja, das Problem ist, ich sehe sie nicht. Okay. Ja. Muss immer wieder mal aufpassen, nicht, dass wo mal doch ein Creeper hinter mir steht, der mich runtersprengt. Es kann vielleicht sein, dass der nichts kaputt macht, aber mich kaputt macht. Paranoia schieben, ich spiele Minecraft. Normal. Halt, war doch richtig. Oder la?
geht es dann hier in diese Richtung weiter. So, und dann hätte ich gesagt, dass wir da draußen nicht 1000 Fackeln reinhauen müssen. Kommt hier mal eine Feral hin. So, perfekt. Kommt es auch noch weg? Habe ich die dabei? Ja. Wie du rausgekommen bist, möchte ich gerne mal wissen. Schrei mich nicht an. Das. Was brauche ich? Buch und Tape. Ja. Zuerst ist das Buch. Okay. Dann haben wir das. Genau, ich wollte ein Buch holen. Das heißt, wir brauchen ein paar Seiten. Gehen wir mal ein Buch holen, reißen ein paar Seiten raus. Schaut sah nicht hier aus. Da gibt es kein Brennmaterial mehr. Das war natürlich jetzt total clever. Glaub, nein, mach keine Verluste. Oder doch? Nein. 24 Stück gehabt. Passt. Verlaufen. Naja, wenn man sich wieder ablenken lässt, ne? Was wollte ich machen? Papier holen. Drei Bücher. So. Die drei. Und wieder vergessen. Jawohl, Mama. So, das heißt, du kommst dahin. Okay. Das ist Teil. Nein. Ah, Dusel gehabt.
Und den haben wir dabei. Das heißt, wir wollen in den Raum nochmal erweitern. Wir brauchen es ja mindestens doppelt, das haben wir ja auch schon gesagt. Dann habe ich noch von dem Fußboden was. Nein. Okay, ich merke schon. Heute funktioniert mein Hirn gar nicht. So viel um die Ohren, glaube ich. So, das heißt, du kommst dann so hin. Oh, wir machen noch einen. Den machen wir gleich mit. Den auch. Moment, hier hin. Sehr schön. Nicht hin. Das da. Sonntag. Nimm gerade am Sonntag auf, dann ist dann passt es so dann auch so Tag. So, haben wir noch welche? Ja, haben wir. Perfekt. Das heißt, ich habe jetzt hier schon mal alles soweit vorbereitet, dass man auch noch die Wand reinziehen kann. Wir dann auch gleich tun. Jetzt machen wir mal wieder schlau. So, und du kommst jetzt dann einfach mal hier hin. Okay, dann haben wir die Wand auch. Okay, noch welche von den kleinen? Dann muss ich wieder umschlüsseln. Fünfundfünfzig haben wir noch. Perfekt, dann ist der Raum definitiv fertig. Das heißt, jetzt haben wir noch zwei Tables, die wir dann da hinkommen. Und das nächste, was wir jetzt als erstes machen, ist, wir tun jetzt erstmal hier draußen verbreitern. Weil wir brauchen jetzt dann noch diese Coke-Öfen. Und ich hätte gesagt, wir bauen auf jeden Fall auch nochmal zwei altmodische. So, Problem ist gerade,
Würde die Spanier ausgegangen. Okay. Dann kommen jetzt die Dealer dahin. Dann hätte ich gesagt, die kommen dahin. Die kommen dahin. Schön. Hab ich gut gemacht. Haben wir hier drei. Das ist ganz gut, weil die will ich gleich haben. Big Style kommen dahin. Und der kommt dahin. Ja. Wo ist die Kiste? Genau. Hier draußen ist die Kiste. Als ist nicht Railcraft. Haben wir Hämmerli. Haben wir aufgeräumt. Hammer. Jetzt nach unten. Nicht, dass ich hier meine eigenen Monster züchte. Noch was? Nö. Und den nächsten Schwung. Den nächsten Schwung und den nächsten Schwung. Und den letzten Schwung. So, kommst du da rein? Dann kann ich jetzt hier meine Kohle rein feuern. Oh, das ist der Eisenofen, ne? Wo habe ich ihn jetzt dann? Im Kochofen hin, habe ich den schon verbessert? Vorhin diese Blöcke abgebaut, oder bin ich jetzt total geistig umnebelt. So, Receipt.
Da. Kochofen. Habe ich da hinten gar keinen Kochofen mehr? Hatte ich da. Ich hab doch da Kohle drin gehabt, bin ich jetzt ganz verzweifelt. Das aussieht schon. Lalalala. Achso. Glasbrick, Cokebrick. Die sind da unten in der Kiste. Die werden dünn. Muss wohl. Da sind sie. Dann hätte ich gesagt, wir ziehen gleich noch mal um 4 weiter. Das kann ich schon mal vergessen. Eins, zwei, drei. Ich brauche noch mal einen. So, dann kommt als nächstes dann Big Teil rein. Das ist der hier. Nicht rumhüpfen wie so ein kleines Rehkitz. Hat gereicht, schön. Und dann kommst du. Okay. Und dann muss ich jetzt gucken. Erstmal weg. Erstmal dahin. So, was brauche ich denn? Einen Tank. So, und die Steine kommen jetzt erstmal wieder alle weg. Habe ich hier noch eine Eisenkiste drin? Habe ich. Alles, was nach Holz ausschaut, kommt hier rein. Alles, was nach Immersive ausschaut, kommt in die Immersive-Kiste rein. Eine Tür ist auch aus Holz. Copperwire ist Immersive, definitiv. Okay. Dann haben wir das. Und das ist der Metal Barrel. So, auch mein Buch. Threaded Wood Fence. 4 Stück. So, das ist das. Ja, und das ist schon mal Vanilla.
glaube, das war jetzt so gewesen. Natürlich nicht. Dann haben wir jetzt noch den Zaun. Dann haben wir jetzt schon mal 4. Oh, Gott sei Dank, ich habe ihn dabei. 1, 2, 3. Da kommst du jetzt hier hin. Iron Sheet Metal. Brauchen wir jetzt. Metal, Iron Sheet Metal. Das ist Eisenplatten. Habe ich hier noch welche? Ich schätze mal, ich werde jetzt den Hammer demolieren. Ich brauche noch einen normalen Worktable. Halt den Hammer ein. Kommst du dahin? Hervorragend. Hätte es geahnt. Ja, das hat aber schon mal einen Vorteil, ne? Wir sind nicht schon viel näher an dem ganzen Zeug dran. So, also wir haben jetzt 14 Platten. Kommen jetzt immer 4 Stück raus. Wie viel habe ich gesagt, brauche ich? Hm, was noch geguckt? 34. Ich habe 12. Dann habe ich mal gesagt, ein bisschen Eisen dabei. Ich brauche 4 Stück. Das sind jetzt 16, 20. Ich habe gesagt, 33, 36, 34, ja, genau, genau dazwischen. So, okay, wir sind bei 20, 24, 28, 32, 36. So, dann schauen wir uns den ganzen Case nochmal an. So, dann kommst du jetzt nämlich dahin. Dann kommst du da drauf, du da drauf, du da drauf, du da drauf, dann da rein. Wir hüpfen nach oben. War das jetzt komplett hohl oder war das jetzt nur? Nein, war auch hohl. Nochmal hohl. Und zu. Jetzt da drauf hau, haha, sehr schön.
Und ich glaube jetzt einfach nur, ich weiß es nur nicht, ob ich da eine Pumpe brauche, um das rauszusaugen. Kann mir mal schnell angucken, was es kostet, eine Pipe zu bauen. Falls ich sie noch schnell finde. Wenn ich eine Pipe wäre, da bin ich. Auch 6 Eisenplatten. So, das heißt, wir haben jetzt eine Fluid Pipe. Dann schmeißen wir jetzt hier mal die Kohle rein. Was ich jetzt halt nicht weiß. Ob das jetzt halt ein Ausgang, Eingang oder was weiß ich, was ist, weil wenn es nämlich keiner ist und ich muss das von oben einfüllen, dann habe ich ein Problem. Dann muss ich das Ding nämlich an den Tiefer setzen. Da steht irgendwo was, das 50% hast du. Aber ich habe da eine ganz böse Vermutung. Aber ich sehe dann gleich auch mal, ob die Pipe auch gleich funktioniert. Aber wenn die Pipe einfach so rauszieht, ohne dass ich da was brauche, dann habe ich da auch eine Idee. So, auf jeden Fall von diesen Öfen werde ich dann irgendwann 2 Stück brauchen. Kommen dann der dahin und dahin. Ja, wir sind gleich durch. Kann natürlich sein, dass die Pipe nicht geht, weil er nicht richtig angeschlossen ist. Da ist was drin, da ist nichts drin. Okay, da kommst du auch weg. Du auch. Hin. Dann hüpfen wir nach oben. Dann kommst du jetzt hier hin. Ich dich mal schnell noch mal wegmachen. Dann heißt es, du kommst dahin, 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 dahin und dahin. Ich hoffe, du connectest dich, wenn du fertig bist. Und dann kommen jetzt noch da einer hin. Daumen drücken. Jawohl, und er ist drin. Kann drauf drücken, aber passieren tut nichts. Dann muss ich mir das nochmal genauer angucken. Aber ich vermute, unten ist raus, oben ist rein.
Jawohl. Also drin ist es. Wie gesagt, müssen wir jetzt nur noch rausfinden, wie wir es da reinkriegen. Ob ich da was brauche wie bei GT. Also jetzt, nö, du bist der, da ist ja wieder was drin. Haben wir drauf hau. Ah ja, okay. Das connects. Alles klar. Fluid Pipe. Immer schnell einen Pipe. Transfer Pipe Filter. Nö. Wenn ich jetzt noch Pump eingib, gibt es da vielleicht noch was? Mechanical Pump. Kann ich noch nicht bauen. Da ist die Fluid Pump. Und ich merke schon wieder maßlos überzogen. Aber wir haben schon mal auf jeden Fall mal den Tank fertig. Das ist schon mal das, was wir wollten. Wie man das Zeug da auch noch rauspumpt, kriegen wir auch noch hin. Vielleicht eine Sache probiere ich noch. Habe ich nämlich auch schon mitgekriegt, dass das so eine Sache ist, die wurde öfters mal bei Immersive ist, dass man einfach nur ein Redstone-Signal braucht. Leider nein. Es kann natürlich jetzt auch sein, dass das nur... Moment. Diese Sache können wir noch schnell probieren. Sie sehen sie nichts. So, der nicht, der nicht, der nicht. Wird auch nicht rausgesaugt. Gut. Machen wir das Zeug wieder weg. Und ich gucke mir das an. Und wenn ich es rausgefunden habe, dann sprechen wir bei der nächsten Folge drüber. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, dann wie immer damit in die Kommentare. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.